Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Schwert hier auf dem Kanal Mehrspieler. Mein Name ist Simon und ich habe mir gedacht, warum sollten wir uns nicht mal zusammen in dieses doch relativ große Abenteuer stürzen? Ich habe ein bisschen Pokémon-Erfahrung, ich habe so das ein oder andere Spiel über die Zeit gespielt. Allerdings habe ich das nie irgendwie gesuchtet und nie irgendwie mit dem harten Fokus darauf, mein perfektes Team zusammenzustellen und so. Ich habe immer die Pokémon mitgenommen, die mir irgendwie sympathisch waren, keine Ahnung. Schritt 1. Bitte wähle dein Foto aus. Wir haben hier so ein paar Charaktermodelle, die wir auswählen können. Sag mal, vom Hauttyp her eher Gamer hier oben, aber... ich weiß nicht, mit wem laufen wir rum? Blond oder braunhaarig? Schwierig. Ich finde immer, dass bei diesen... Irgendwie finde ich, dass der hier sympathischer aussieht. Deshalb spielen wir den mal. Auch wenn ich natürlich keine braunen Haare habe. Aber auch nicht so blond wie der eine da hatte. Hä? Das sollte ein Simon werden. Hat nicht so ganz funktioniert. Das heißt, wenn man parallel redet und schreibt, das kann bei Jungs auch nicht funktionieren. Simon, ist das okay? Ich glaube, ich bin zufrieden. So, Registrierung abgeschlossen, Speichervorgang. Dein Spielfortschritt wird automatisch gespeichert, sehr schön. Ich frag mich immer, ob das Absicht ist. Hier sind noch so ein paar, das sind wahrscheinlich die Zwischensequenzen, die sind nicht nochmal mit deutschen Symbolen gemacht worden oder so. Wen haben wir denn da? Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Gala-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Oh, er zeigt uns schon eins. Okay, das ist, glaube ich, irgendein neues oder so. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen der Meere, den Weiten des Himmels, in den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie alle als Pokémon-Trainer. Ja, die sind auf jeden Fall schon ordentlich hyped. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist José. Und darf ich Ihnen den allerstärksten Pokémon-Trainer von Gala präsentieren? Oder wie spricht man das am besten aus? Gala-Region? Ich habe keine Ahnung. Es ist Zeit für einen Schaukampf. Okay, das ist jetzt der stärkste Trainer der Region. Mit einem Glurak, okay. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Deleon, der Unbesiegbare. Das hättest du wohl gerne. Ich verliere nie. Glurak, Dynamax. Alles klar. Pokémon Schwert. So, ich hoffe, die Kamera ist ja größtenteils neben dem Text platziert, das ist ganz gut. Hopp. Hallo, ich bin's, jemand zu Hause. Ich nenne jetzt einfach Hopp, ich habe keine Ahnung, ob man das mit schnell oder langsam ausspricht. Hey Simon, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Okay, er ist also quasi der kleine Bruder von dem Kämpfer eben.
unsere Mutter. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Simon abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt einige Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. Ah, wir müssen aufstehen. Alles klar, das sind wir. Ja, ich finde, der sieht sympathisch aus. Wen haben wir denn hier? Hallo. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Das ist ja diese komplett eigene Pokémon-Welt hier. Comedy-Serien für die Mutter. Warum Schwert und nicht Schild, wird hier gerade im Chat gefragt. Von Himmelswanderer. Hier sind viele Bücher und Zeitschriften über Pokémon. Ich habe mich tatsächlich mit meinem Ausbilder abgesprochen, dass wir uns unterschiedliche Versionen holen. Aber warum jetzt genau Schwert? Das war einfach so eine Bauchentscheidung, keine Ahnung. Oh, wen haben wir denn da? Das ist ein Pikachu. Diese Pikachu-Puppe fühlt sich unheimlich flauschig an. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Ja, ja, eine gute Nintendo Switch haben wir hier. Ein Fernseher der neuesten Generation. Er wurde zusammen mit der Konsole gekauft. Das war auf jeden Fall eine Investition. Hier ist dann wahrscheinlich unser Beutel. Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Das ist relativ groß, aber machen wir schon. Nochmal schnell die Locke gerichtet. Perfekt. So. Abenteuerfibel. Aha, mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder zu Rate ziehen. Du findest die bei den Basis-Items in deinem Beutel. Okay. Ja, so diese Prinzipien kenne ich alle noch. Okay, hier ist schon mal ein erster kleiner Blick auf die Map, die wir hier so vor uns haben. Was haben wir denn da unten? Da wartet Hopp auf uns. Ah, ist das schön, endlich wieder ein Pokémon zu spielen. Knospi, hallo. Das letzte, was ich gespielt habe, war Pokémon Sonne. Da wollte ich gar nicht reingehen. Sonne war, glaube ich, das auf den Hawaii-ähnlichen Inseln, oder? Oh, da bin ich nie durchgekommen irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, woran das da lag. Das hat mich irgendwann einfach verloren. Aber hier ist ja mehr so an Großbritannien orientiert. Das finde ich vom Setting ja auch echt nice. Wow, was ist das für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Aha, wir kriegen also heute unsere ersten Pokémon. Schau mal, ein Wally. Was macht es denn da? Okay, da kommt es schon mal nicht durch. Also der Weg ist wohl versperrt für uns. Lass mal schön den Zaun in Ruhe, der hat hier doch gar nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit den Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Ah, das typische Anfangsgebiet von den Pokémon-Spielen. Der erste Wald, in den man immer reinläuft. Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Simon. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Naja, wenn er 10 Sekunden Vorsprung hat, auch nicht, ne? So, wir schauen uns das hier mal an. Da hinten geht's zum Schlummerwald. Ich will da hin. Okay, darf ich nicht. So, der Hintergrund ist schon echt nice. Also, grafisch ist jetzt natürlich nicht das hochauflösendste, nicht das krasseste Spiel, ne? Aber ich find's doch echt hübsch. Also, der Grafikstil passt auf jeden Fall schon mal. Hier ist Furlongheim. Nein, Furling. Man muss das alles Englisch aussprechen. Furlingham, okay. Wo Landwirtschaft und das Miteinander von Mensch und Pokémon Tradition haben. Oh, wir können es streicheln, voll süß. Hallo, wer bist du? Die Wissenschaft kennt keine Grenzen.
Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ah, man kann, also meine jetzt quasi, dass man jetzt hier seine, ich meine, okay, Pokémon war schon immer für Handheld-Konsolen eigentlich, ne? Weiß nicht. So, das hier ist vermutlich unser, oh, guckt euch mal den Grill an, ist das ein Smoker? Jetzt habe ich Bock auf meinen Beutel. So, was haben wir denn hier? Ein Trank? Nein, zurück. Wie kann ich da oben hin und her wählen? Okay, Pokebälle haben wir noch nicht. Kampftasche, was ist denn da drin? Beeren kenne ich, Trainingstasche, aha. TM und VMs gibt es hier, Schatztasche, Zutatentasche. Hier sind die Basis-Items, okay. Die Angel haben wir schon und die Abenteuerfibel. Aber bis jetzt nur mit dem einen Eintrag. Okay, ja doch, verstehe ich alles. Speichern, hier können wir auch auf die Karte zugreifen. Okay. Ach, guck mal, das ist quasi mal so eine länglichere Map. Auf jeden Fall hier eine Insel an Großbritannien orientiert. Sehr cool. Hier kommen wir also überall noch irgendwie hin. Wo ist denn die Naturzone? Ist das das hier? Wahrscheinlich, ne? Ach, hier dieser Streifen, der sich hier so durch. Die Naturzone ist ja dieser Bereich, die man sowas freier durchlaufen kann. Das Spiel wechselt ja, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Kameraperspektiven, ne? Wir haben einmal die ganz, diese statische, klassische Kamera eher, wie wir sie jetzt haben. Und wenn ich mich nicht irre, in der Naturzone, so eine, die einen ein bisschen mehr verfolgt, Zelda-like. Machen wir ein Steak. Ja, würde ich gerne. Darf ich leider nicht. Wir gucken einfach mal hier rein. So, ach, hier sind wir. Hallo. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Simon ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist Dedion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Westbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn doch besser mal abholen. Dedion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt Simon? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Westbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Okay. Machen wir. Ah, hier ist die Seitentür, hätten wir eben gesehen. Hier ist die Mutter. Nett, dass du mitgehst, Simon. Grüß meinen Dedion. So, ich bereite jetzt erstmal alles für unsere Grillparty vor. Da war ich gerade kurz hyped auf die Grillparty. Wen haben wir denn hier? Oh, was bist du denn? Schnurr. Da steht jetzt nicht, welches Pokémon das ist. Und du? Hallo? Für Hopp ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Auf dem Fernseher läuft garantiert jedes Match des Champs. Ja, davon kann man ausgehen. Wir stalken jetzt hier erstmal die Bude. Guck mal, die können sich sogar... Was laufen die alle für... Oh, sind das die Grandparents? Dedion ist so beschäftigt, dass er nur selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Wahrscheinlich. Weiter oben im Bücherregal stehen viele komplizierte Bücher für Erwachsene. Hier, ob das... Egal. Ein fein säuberlich gemachtes Bett. Darin hat offenbar lange niemand mehr geschlafen. Das hier ist wohl vom Dedion das Zimmer mit seiner geilen Kappensammlung. So, hier ist das Zimmer von Hopp. Das ist schon... Das Bett sieht etwas unordentlich aus, ja, sehe ich auch. Hier hängen Poster der drei beliebtesten Pokémon der Gala-Region. Ah, guck mal, die drei beliebtesten Pokémon. Also einmal Glurak. Das sind wahrscheinlich alles Pokémon, die der Bruder trainiert, oder? Oh, wie heißt der noch? Das ist sogar noch die Generation. Also das ist ja erste Generation hier, oder? Da habe ich noch nicht mal gespielt. Und ein... Boah, ich kenne die Namen eigentlich. Mir fallen sie gar nicht ein. Ich habe ja eh Namenprobleme und... Dann bei Pokémon wird es noch schlimmer.
So, schauen wir mal, ob wir hier den Bruder abholen können. Ah, hier wartet Hop auch schon. Alles startklar, dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommt, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück meinen Wally, falls mich eins der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Okay, das ist eine relativ klare Ansage. Wir sollen ins hohe Gras rennen. Zack und oh, ich will ins Machomai, genau, er kann sein. Oder Machos oder so, ne? Wenn du kein Pokémon. Ja, ich will aber doch gegen die Regeln sein. Ja. Boah, das ist schon echt eine hübsche Welt hier. Das sieht auch aus wie ein so ein schönes britannisches Dörfchen, sagt man das so. Brassbury. Wie den alle feiern. Hallo Brassbury, euer Champ Deleon ist wieder hier. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist es wirklich. Deleon ist hier. Da, und dein Glurak, du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. trainiert auch fleißig eure Pokémon. Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, das ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Dein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die Allerbesten unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam die wahre Stärke erlangt. Guck mal, Glurak will das auch. So, hey Bruder. Ah, Hop. Wenn das nicht mal mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Hashtag abgehoben. Lass dich ansehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gute 3 cm mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sich gar keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nix. Hop hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Simon sein. Ich bin Deleon, der amtierende Champ. Und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Deleon, der Unschlagbare. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Aha. Ob und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte. Das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time. Ganz schön belastend. Ah, guck mal, wir sind nach hier oben tippiert worden. Spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du es etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Aha. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden. Oh. Okay, das war zu schnell. Das Pflanzen-Pokémon Chimpemp, das Feuer-Pokémon Hoplo und das Wasser-Pokémon Memeno. Memeon? Ich hab's nicht genau lesen können, leider.
Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Will du zuerst? Ich habe ja schon meinen Volley. Oh, wir müssen uns jetzt hier entscheiden. Für welches Pokémon entscheiden wir uns denn? Schwierig. Also ich sag mal, erfahrungsgemäß hat man es anfangs mit Feuer-Pokémon am einfachsten, mit Pflanzen-Pokémon am schwersten. Wasser ist... Das Ding ist, ich finde halt einfach, dass... Das Pflanzen-Pokémon echt mit Abstand am niedlichsten und ich finde auch die Entwicklung am coolsten. Deshalb würde ich mich, glaube ich, für Chimpemp entscheiden. Ich meine, eigentlich früher ist so erfahrungsgemäß immer uncool, wenn man Pflanzen-Pokémon als Starter nimmt. Weil Feuer und so Wasser findet man auch eher spät vernünftig. Aber ich nehme trotzdem Pflanze. Guckt euch das mal an. Ist das nicht süß? Chimpemp vom Typ Pflanze strahlt die innere Ruhe des Waldes aus. Entscheidest du dich für das Pflanzen-Pokémon Chimpemp? Ist das ein Pflanzen-Pokémon? Ich entscheide mich dafür, ja. Du hast dich für Chimpemp entschieden. Möchtest du dem Chimpemp einen Spitznamen geben? Möchte ich dem einen Spitznamen geben? Ja. Pass auf. Nein, das nicht. Chimpy. Chimpy finde ich süß. So. Ich bin ein Engel. Guten Abend. Chimpy wurde in dein Team aufgenommen. So, ich meine, der Spitzname passt wahrscheinlich nicht mehr, wenn der am Ende so ein großer abgehender Engel ist, aber. Engel. Affe. Hä? Maximale Verwirrung. So, der entscheidet sich für das Wasser-Pokémon. Das bedeutet, wir sind ihm im natürlichen Vorteil im Kampf gegenüber. So, wir werden uns vom Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Ja, da haben wir aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, tatsächlich. Das habe ich mir schon gedacht, Hopp. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Simon ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja irgendwann, so gut wie ich zu werden. Ja, ich bin gespannt. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist, strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Ha, jetzt haben wir unsere Grillparty. Sehr cool, sehr cool. Am nächsten Tag. So. Gib's zu, Hopp. Du bist gestern bestimmt in die Puppen, bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinen neuen Freunden, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz, Simon und Chimpanta haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Haltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf, kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo? Was schaust du ihn dabei an? Wenn er jemand ein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Simon und ich Rivalen. Im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. So, jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von alleine stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft.
Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So manche Kämpfe auch gleich, so machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. So, seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat. In- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Bin gespannt. So, Trainer Hopp fordert dich heraus. So, er setzt seinen Wolli ein. Und wir haben unser Chimpy. Auf in den Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair. So, das Ding ist, jetzt ist meine Cam ja da unten ordentlich vor den Attacken. Aber es geht sogar so, ne? Jetzt bin ich nur so ein bisschen... Ich habe halt die Alternative, meine Kamera für Kämpfe nach hier oben zu schieben. Bin mir da noch unsicher. Wobei ich dann einen stufenlosen Übergang noch einführen müsste. Ich packe sie einfach jetzt für den Kampf mal da. So, wir haben ja eigentlich nur Kratzer als sinnvolle Attacke. Dann hauen wir die auch mal raus. Ja, das Tackle, das zieht jetzt aber auch nicht so viel. So, also dieser erste Kampf, der ist ja eh immer so ein bisschen durchgeskriptet, wenn man kaum Attacken hat und der Gegner setzt auch immer nur dieselbe ein. So, Level 6 sogar schon. Easy. Chimpy erlernt Zweigstoß. Das ist eine Pflanzenattacke wahrscheinlich. Okay, Kampf. Ja, guck mal, jetzt können wir nämlich schon die Pflanzenattacke gegen Wasser einsetzen. Das ist nämlich echt gut. Und dann kriegen wir den auch besiegt damit. Okay, nochmal den Zweigstoß. Und wir haben es geschafft. Ach, sogar schon Level 7. Ja, wenn das mit dem Level immer so schnell gehen würde, ne? So, ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Chimpemp seid echt krass. Ich gewinne 400 Poké-Dollar. Da haben wir richtig abgezogen, den Jungen. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Oh, mein Haar. Hätte ich Lurak rausgelassen, um selber mitzukämpfen. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mach ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Dann guck mal, jetzt halte unsere Pokémon. Du hast echt Talent, Simon. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hopps Rivale bist. Damit ihr aneinander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruder Herz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Puh, du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galas. Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Simon. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen der Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinen Pokémon gefüllt, versteht ihr? Alles klar. Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokélabor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Simon. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay. Sagt der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Er sagt, okay. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird noch lange von meinen Taten erzählen.
Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Ja, so, hallo Mama, ich bin dann jetzt mal weg für den Rest von... Oh, was da passiert? Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Simon? Ja, habe ich. Oh nein, ist dann Wolli jetzt durchgebrochen? Oh nein, das Tor ist offen und das Wolli ist spurlos verschwunden. Müssen wir das retten? Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es reingerannt ist. So ein Mist, da ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Simon? Retten wir das Pokémon? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist der Zutritt verboten. Aber das zählt ja wohl, als eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins. Augen zu und durch. Komm, Simon. Jetzt wird rangeklotzt. Okay. Schauen wir doch mal, was wir hier so... Hallo. Okay, Zutritt verboten, Wald. Wir kommen. Ach, guten Abend, Ben. So, hallo, Wolli. Mist, wo ist es bloß hin? Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Wenn der Nebel hier rumlaufen, ist echt mies. Oh, wir schleichen hier voll durch. Oh nein. Oh, was ist das denn? Ein Raffel. Sorry, da kam gerade kurz irgendwie... Das sieht ja witzig aus. Okay, das ist vermutlich... Y ist Pokémon-Info. Was haben wir denn da? Okay. So, Level 2 Angriff, aber ich habe hier noch keine Daten. Ich könnte wahrscheinlich Daten aus dem Pokédex abrufen. Denke ich mal. Wir hauen einfach mal einen Zweigstoß raus und hoffen, dass der nicht immun gegen Pflanzenattacken ist. So, er setzt einen Tackle ein. Das juckt uns jetzt aber nicht so wirklich. So, damit haben wir ihn besiegt. Alles klar. So, jetzt habe ich vergessen die Kamera. Müssen wir mal gucken, wie wir es mit der Kamera machen. Ich überlege wirklich, ob ich die dann öfter mal, zumindest wenn längere Kämpfe anstehen, nicht gerade gegen wilde Pokémon, sondern gegen Trainer, dass ich die Kamera nach oben links ziehe. Das geht ja über den Shortcut, den ich mir dafür gesetzt habe. Und schon wieder ein wildes Pokémon. Los, Chimpy. Muss mal gucken. Ich habe da irgendwie so eine Transition drin, die muss ich noch rauskriegen. Dass wir nicht, dass das Bild nicht kurz ins Schwarze geht. Okay, wir nehmen hier einfach mal die Kämpfe natürlich mit, um ein bisschen auch Erfahrung zu sammeln. Oh, das ist nicht sehr effektiv. Okay. Ich habe jetzt leider auch die Effektivitäten gerade nicht alle im Kopf. Ich weiß noch, als ich früher gespielt habe, da hatte ich so eine geile Tabelle, wo dann drauf stand, das ist effektiv, das ist nicht effektiv. Guck mal, das sah schon deutlich besser aus gegen den Gegner. Ein Piekser, ein Käfer-Pokémon, okay. Ist das Piekser, ist das eine Käfer-Attacke? Ich habe keine Ahnung. So, Erfahrungspunkte. Habe ich Pokébälle? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht woher. Beutel. Eigentlich dürfte ich keine haben, oder? Nein, ich will dich angeln. Ne, Pokébälle habe ich noch keine, das heißt, ich kann noch nicht fangen. Ich kann bis jetzt nur gegen die Pokémon antreten. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Wir schauen mal. Okay. Ich glaube, die Kämpfe, auf die ich hier treffe, sind auch noch relativ scripted. Ein Raffel erscheint. Okay, das haben wir jetzt langsam auch drauf. Level 3. Sie werden stärker.
Mal gucken, ob unser Zweigstoß noch immer die Hälfte abzieht. Schon nicht mehr. Was hat er gemacht? Die Verteidigung von uns sinkt. Okay, wir räumen ihn jetzt eh weg, dann dürfte das ja kein Problem sein. Ja, top. Ist hier das Heulen von einem Pokémon in die Musik eingebaut worden? Das ist ja mal voll genial. Beeilung, Simon. Ich mache mir richtig Sorgen um Wolli. Das klingt irgendwie nach so einem Hunde-Pokémon, wie es sie auch immer mal wieder gibt. Gehen wir mal schauen. Nicht, dass unser Schaf von einem Wolf bedroht wird. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns rausekeln. Oh, wen haben wir denn da? Was ist das? Okay. Gegen den soll ich antreten. Will ich kämpfen oder will ich fliehen? Bin mir da gerade unschlüssig. Ich muss mal ganz kurz bei Transitions was gucken, ob ich das einstellen kann, dass er die Transition rausnimmt. Also würde einfach gar keine Transition machen. Oh nein. So, Schnitt, Dauer 0. Vielleicht ist es jetzt besser. Mal schauen. Ja, so wollte ich es haben. Perfekt. Okay. Kämpfen oder fliegen? Mal schauen, ob wir irgendwas ausrichten können. Ich glaube, es wäre eindeutig klüger zu fliehen. Oh, was geht denn da ab? Der Angriff zeigt keinerlei Wirkung. Das geheimnisvolle Pokémon leuchtet. Was zum Teufel? Die Attacke war völlig vorbei. Weiße Flucht geht nicht. Ja, okay. Also ich weiß noch nicht so ganz, was bei diesem Pokémon abgeht. Unsere Attacken gehen einfach durch. Das ist irgendwie nur eine Illusion oder so. Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Simon? Ja. Wenn ich das wüsste. Ich sehe überhaupt nichts. Uah. Okay, was passiert? Hopp, Simon? Delion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli?
Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten, deswegen sind wir überhaupt hier. Ah, guck mal, da ist es ja. Olli-Wolli. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, war dir bewusstlos. Auch das Ganze, auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen, das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Deleon. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen? Im Schlummerwald soll es ja tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war es nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann ja eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt solltet ihr erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. So. Deleon hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Aha. Bevor wir nach Brassberry gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Ja, finde ich auch. Okay, also wir haben jetzt gemerkt, dass in diesem Wald hier oben irgendwas abgeht. War das schon ein legendäres Pokémon, was wir da gesehen haben? Ich kann es nicht beurteilen. Jedenfalls bedeutet ja alles darauf hin, dass wir hier nochmal zurückkommen, wenn wir stärker sind. Hallo. So, wir schauen jetzt erstmal das Pokémon nicht auf dem Cover. Das war nicht... Ich denke, dass es nicht das Cover-Pokémon war. Einen Moment. Ich weiß ja nicht, ob das mehrere Versionen hat, ne? Das Cover-Pokémon sieht so aus. Das ist ja nochmal ein bisschen anders eigentlich. War das das? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. So, wir sagen jetzt jedenfalls kurz unserer Mom Bescheid. Chim Chim. Oh, das ist ja mal ein süßes Chimpimp. Ihr wollt nach Brassberry, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Deleon hat mir schon davon erzählt. Das ist ja echt praktisch, dass wir nie selbst reden müssen. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauft dir davon im Pokécenter ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Chimpimp. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Chim Chim. Und du, Chimpen, pass mir gut auf meinen Simon auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Alles klar. So, Real geht so. Hi. Warte, hat jetzt eigentlich der Chamber unser Pokémon geheilt? Ja, okay. Das fand das ganz süß, wie die im Hintergrund rumgerollt sind. Hallo. Dann wollen wir mal schauen, was wir da unten so finden. Ach, erstmal hier der Dude wieder. Hopp. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Mimion trainieren. Zum Glück habe ich das nicht genommen, da würde ich immer am Namen verzweifeln. Wir treffen uns dann am Pokémon-Labor, ja. Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Okay. Das sehe ich. Real geht's so, dankeschön.
Okay, guck mal, hier der Weg wird uns sogar zugemacht, das heißt, die Leute wollen uns durchs hohe Gras lenken. Und schaut mal, das ist jetzt auch neu, man sieht jetzt sogar im hohen Gras die Pokémon rumschwirren. Hier haben wir einen Fuchs, da ist so ein Vögelchen, da hinten war so ein Eichhorn. Eichhörnchen. Ich guck mal einfach, ob ich den Fuchs hier battlen kann. Hallo. So, was haben wir denn da für ein Pokémon? Das ist halt auch neu, ne? Das kenne ich zumindest nicht. Kampf. Sehr schön, wie geht's? Oh, sehr schön. So, warte, jetzt wollte ich eigentlich für den Kampf quasi hier oben hin. Ah, das funktioniert. Okay, Level 6, das heißt, das ist jetzt gar nicht mal so hart unter uns. Ein Kleptifuchs. Mhm. Natürlich mir wieder keine Ahnung, was das für ein Typ ist, also probieren wir einfach mal was aus. Oh yeah. Hast du mehr Damage gemacht? Ich weiß es nicht. Echt, Flo, danke für das Abo. So, mal schauen, was wir jetzt hier noch so rausholen können. Wir verlieren jetzt schon zum Kampf hier wieder die Hälfte unseres Lebens. Okay, wir hätten es wahrscheinlich mit drei Zweigstößen erwischen können. Der Kratzer war, denke ich mal, die falsche Entscheidung zwischendrin. Das ist dein YouTube-Account. Das ist sehr nett, danke. So, okay. Level 8 sind wir jetzt schon. Hallo, ich muss weg. Wolltest du heute noch Star Wars spielen? Ja, ich werde auch später noch Star Wars spielen. Da habe ich auch sehr viel Lust drauf. Du findest einen Trank. Das ist praktisch, weil unser Leben sieht schon wieder nicht so gut aus. Ein Wolli. Bang, der wird gebettelt. Ein wildes Wolli erscheint. Okay. Level 4 haben wir da. Wir haben Verhöhner erlernt. So, effektiv. Ach, das steht, wenn die Pokémon bekannt sind, steht glaube ich auch dran, was effektiv ist und was nicht effektiv ist, ne? Bin mir da unsicher, wie das bei den neueren Teilen ist. Ich muss nur daran denken, meine Weapon so ein bisschen hin und her zu schieben, je nachdem, was ich mache. Aber das wird sich irgendwann schon einspielen, denke ich. So, Erfahrungspunkte erhalten. Und diese Eichhörnchen, davon haben wir auch schon ein paar besiegt eben. Mal gucken, was wir hier haben. Zwei Paraheiler, ja, weiß ich, was sie machen. Kann ich noch was mit anfangen? Ich finde, Wally schaut so cute aus. Ja, das stimmt. Aber ich finde, das Chimpan finde ich auch super süß. Können wir es uns angucken? Pokémon Chimpy habe ich es genannt. wir könnten es theoretisch heilen. Aber mal schauen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht auf dem Weg hier drauf gehen. Guck mal, der wollte uns hier pushen. Naja. Können wir so einen noch mitnehmen? Ja, wir kämpfen nochmal ein Rundchen. So, der finde ich sieht auch echt witzig aus. So, Zweigstoß müsste auf jeden Fall funktionieren gegen den hier. Die Vögel will ich gerade nicht so wirklich betten. Das hat weniger gemacht als erhofft. Das hat mehr gemacht als befürchtet. Ich muss weg. Okay, jetzt ohne Vogelbegegnung hier durch. Ja, okay, geschafft. Dann schauen wir doch mal. Hallo. Raspberry, hier steht das Glurak rum. Ein stärkeres Glurak habe ich noch nicht gesehen. Ja, achso, warte, jetzt kann ich ja. Ach, genau. So, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Diese Stadt, klassische Städteerkundung gehört ja auch immer ein bisschen dazu bei Pokémon. Ach, hier kann man mit der Bahn fahren. Willkommen beim Pokémon Supermarkt. Ach, hier ist in der Bahnstation ist hier so ein Supermarkt quasi. Was kann man denn hier theoretisch holen? So, Trank, $200. Das müssen wir uns mal merken.
Geld 31.000 haben wir. Serious? Okay. So, nein, danke. Grad mal nicht. Kann ich hier auch Geld ziehen? Alle Züge verspäten sich aufgrund von außerplanmäßigen Wartungsarbeiten. Willkommen bei der Deutschen Bahn. Ja, danke. Okay, also sie wollen uns einfach nicht hier wegfahren lassen, was ja irgendwo verständlich ist. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. Mal gucken, ob wir sowas noch sehen werden. So eine Zug-Zwischensequenz fand ich auch sehr cool. Und so, da oben ist ja unser... Ah, Glorak ist zu fett. Da oben ist ja unser Ziel. Wir können aber... Der Champ ist hier. Ah. Freuen sich alle. Bist du ein Fangirl? Bist du ein Fanboy? Wer ist das hier? Der sieht so ein bisschen Bodybuilder-mäßig aus. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, das es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon-Labor. Auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Ach, ich liebe diese Pokémon-Texte einfach. Die sind herrlich. So, warte. Ach, das hier ist das Labor. Okay, ja, dann ist da oben das Poké-Center einfach. Mal schauen, wer hier wohnt. Hallo. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Oder suchst du Professor Magnolisa? Die findest du in ihrem Haus ganz oben am Ende von Route 2. Okay, das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich früher oder später ganz oben ans Ende von Route 2 gehen. Hallo. So, du hast hergefunden. Gut gemacht. Als ich zum ersten Mal nach Brassbury musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Ich hab's nicht mit so mit der Orientierung. Wenn man mit Pokémon unterwegs ist, sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt, was? Ohne Glurak würde ich mich nie und nimmer zurechtfinden. Danke fürs Herumlotsen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Okay. Soll ich mal ganz schnell im Kreis drehen? Ja, mache ich gleich mal. Unglaublich, wie viele interessante Bücher... Professor, jetzt muss ich mal versuchen, den Namen vernünftig zu lesen. Magnolisa. Magnolisa? Wahrscheinlich, oder? Real geht's so. Dankeschön. Mach's gut. So, nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Den haben wir da unten. Ein Elektro-Pokémon. Ist das ein Elektro? Wenn es voll. Oh ja. Oh ja, sieht elektronisch aus. Delion. Was führt dich dieses Mal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist? Oder? Irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für so etwas. Okay. Das, der Professor oder die Professorin. So. Hallo Voldi, na mein Kleiner? Danke, dass du mich immer an mein Ziel bringst. Das ist Voldi. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft aus der Patsche geholfen, wenn ich mich mal wieder verlaufen habe. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie? Hallo, so stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrtschein für blöde Witze? Dabei musste ich dir mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Okay, sie war auch mal ein Arena-Trainer scheinbar. Wer ist das? Sania ist das. Oder Sania. Freut mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Ah, okay, das ist die Assistentin. Du nimmst mich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Simon, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Würdest du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Irgendwie hat das sehr kurze Beine, dieses Pokémon. So, sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt auch immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer über den Wolken hängt. Oh, du hast ja auch ein Smart Rotom. Das ist so die Smartphone-Version hier. Hey Rotom,
Weil das springt sogar raus. Das ist echt fancy. So ein Smart Router ist schon was Tolles. Besonders die Karten- und Navi-Funktionen. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können. Außer Delio natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi, das passt. Na sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als dir den Pokédex und deinen Smart Router zu installieren. Der liegt, danke. Du hältst einen Pokédex. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolisa, meiner Großmutter. Ach so, die ist so alt, die Professorin. Könntest du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir das Pokédex installiert habe? Sie sollte sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Alles klar. Voll, voll. Hallo. So, da stecken zwei Kabel im Pokémon. Das muss elektronisch sein. Zwei Kabel stecken da hinten oder was? Ne, ich sehe nichts. Naja. So, also das ist die Enkelin von der Professorin. Diese Pflanzen werden offensichtlich mit viel Sorgfalt gepflegt. Sie gedeihen prächtig. Okay. Also hier wird mächtig geforscht. Das sieht aus wie schwankende Messdaten von einem Radar, die von einem Radar erfasst werden. Alles klar. Diese Tafel ist von oben bis unten mit Notizen vollgekritzelt. Irgendwas. Ach, das ist, da sieht man doch diese ultra große Version von Glurak. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Da hat man den Menschen, dann das normale Glurak und dann als Vergleich das große Glurak. Sehr cool. So. Was ist das Dynamax-Phänomen? Okay, das sind die. Dynamax beschreibt das Phänomen, bei dem Pokémon gigantische Ausmaße annehmen. Es wird nur in Gala und an bestimmten Orten unter spezifischen Bedingungen beobachtet. Okay, ja, da unten hat man so ein bisschen was zu Dynamax gesehen. Gigantische Größe als Überlebensstrategie. Normalerweise werden Pokémon durch die Entwicklung stärker und auch größer. Sich selbst so groß wie möglich erscheinen zu lassen, stellt eine natürliche Überlebensstrategie dar. Okay, also wir lernen hier schon mal ein bisschen was über diese Dynamax-Pokémon. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Hallo. So, ich muss mal wieder hier weg. Tschüss. Hallo, junger Pokémon-Trainer. Tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Dann hast du bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders, als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier, für dich. Du hältst einen Trank. Mhm. Du verstaust das Item in der Medizintasche. Das ist ein Trank. Setz ihn ein, wenn dein Pokémon schwach ist. Ja, alles klar. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen, weiß ich. So. Sprich da immer so viele Leute an, wie du kannst. Okay. Und lies genau, was auf den Schildern steht. Ja, das sind so Tipps, die bei jedem Pokémon-Spiel wichtig sind. Okay. Hallo. So. Sani hat den Pokédex auf deinem Smart Rotom installiert, stimmt's? Dann geht's jetzt richtig los. Such dir ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Ab jetzt werden wir bestimmt öfter in Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon und übereifrigen Trainern. Wenn dein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich ein Pokémon Center auf. Alle Pokémon Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, wir werfen mal einen Blick herein. Ja, Pokémon Center kennt man ja auch noch. So, ist das dein erster Besuch in einem Pokémon Center, Simon? Nein, ich kenne mich schon aus. Na dann, muss ich dir ja nichts mehr erklären. Wenn ihr echte Pokémon-Trainer werden wollt, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke, danke. Simon, ich gehe schon mal zur Route 2. Komm einfach nach, wenn du hier fertig bist. Okay, also wir haben hier dieselben wie in den letzten Pokémon-Teilen mit so einem Café, mit unserem Shop und mit der Station hier, um die Pokémon zu heilen. Dann lassen wir hier unsere Pokémon erstmal kurz voll heilen, beziehungsweise unser eines Pokémon. Aber es ist natürlich das Chimpamp, also nicht so verkehrt.
So, dreh dich jetzt mal schnell. Ja, mach ich. So, vielen Dank für deine Geduld. Chimpamp ist wieder topfit. Beehr uns bald wieder. So, drehen wir uns mal richtig schnell im Kreis. Ah, wir machen Pirouetten. Nice. Ja, stimmt, das haben wir, glaube ich, in den alten Pokémon-Teilen, in den älteren, nicht in den alten, sondern in den letzten auch gemacht, ne? Das Ding ist, das Spiel ist sogar gestern schon per Post bei mir angekommen. Aber ich konnte es ja gestern nicht streamen, also man darf ja offiziell vor Release nicht streamen. Ich halte mich ja immer an solche Sachen. Und deshalb konnte ich gestern nicht zocken, musste bis heute warten. Simon? Bin gedreht. Boah, Junge, das war episch. So, hallo, wer bist du denn? Wo wären wir nur ohne die Pokémon Center? Hier kannst du deine Pokémon heilen lassen, so oft du willst. Und das sogar kostenlos. Top. Willkommen im Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Ich möchte etwas kaufen. Okay, ach krass, hier gibt es auch Beleber. Pass auf, einen Beleber nehme ich mal mit. Ja. Okay, Aufwecker, Eisheiler, Feuerheiler gegen giftige Sachen sind mir erstmal legal. Ich möchte gerne ein paar Tränke kaufen. Tränke sind halt straight immer useful. 20 dürfte, glaube ich, okay sein. Hey. So, Pokebälle. Pokebälle gibt es hier leider noch keine. Die werden wir wohl irgendwo anders bekommen. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Ich bin Ansprechpartner in Sachen Pokémon. Was darf sein? Einen Namen bewerten, an eine Attacke erinnern, eine Attacke vergessen. Lol. Ach, hier kann man sich, da gab es früher nur spezielle Leute, für die sowas konnten, ne? Bewerte doch mal deinen Namen. Welchen Pokémon darf ich denn... Du darfst natürlich nur meinen Chimpy bewerten. Ah, dein momentaner Name lautet also Chimpy. Damit hast du dir schon viel Mühe gegeben. Aber wollen wir deinem Pokémon nicht etwas besseren Namen verpassen? Was meinst du? Nein! Okay, also hier kann man auch seine Pokémon... dann nochmal umbenennen an diesen Stellen. Wow, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich total ins Schwarze. Möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Dann verrate mir doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. So, in welchem Monat liegt dein Geburtstag? 7. Und an welchem Tag? 26. Das ist tatsächlich mein echter Geburtstag. Ah, okay. Dein Geburtstag ist also am 26.07., richtig? Ja. Wenn du am 26.07. geboren wurdest, dann wirst du, Hä? Was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Die Seite ist so dreckig, ich kann kaum noch was lesen. Räusper. Wo waren wir gerade? Ach ja. Dein Geburtstag... verspricht dir riesengroßes Mega-Glück. Und kann sogar sein, dass du einem legendären Pokémon begegnest. War nur Spaß. Ja, so sieht's aus. Tschüss, man sieht sich. Kann sogar sein, dass man einem legendären Pokémon begegnet. Ich glaube, da sind wir ja schon. So, Todesstrafe Chimpy darf man nicht umbenennen. Ja, das weiß ich. So, ich würde sagen, hier die beiden Gebäude schauen wir uns noch an. Und dann machen wir für die erste Folge zumindest mal Schluss. Oh, hier liegt ein Item. Du findest eine Poképuppe. Eine sehr hübsche Puppe. Sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Aha. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Oh, hier ist eine Boutique. Hallo. Ich möchte auch schön sein. Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also der Artikelauswahl hier ist schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Willkommen in unserer Boutique. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ah, jetzt kann ich mich hier umstylen. Bequemes Shirt in verschiedenen Farben. Streifenshirts. Und mit so geilen Mustern drauf. Das hier sieht ja fancy aus. So 30.000. Hui, okay. Kapuzenjacke ist so eigentlich mein Stil tatsächlich. So eine Kapuzenjacke, die hätte schon was. Ist nur die Frage, welche Farbe man dafür sowas nehmen würde. So, Skinny-Hose. Ah, ist nicht so meins. Habe ich aktuell eine weitere, ne? Boah, so eine... Was
das geht ja bei meiner Hose ab. Okay, eine neue Hose können wir im Prinzip ja schon gebrauchen. Andere Socken noch. Kann man denn hier alles wechseln? So, Halbschuhe, so klassische Halbschuhe sind doch echt komisch. Okay, hier könnten wir auch einen anderen Backpack holen. War alles nur so Riesenteile. Haben wir hier nicht eine vernünftige Cap oder so? Ne, eine Mütze haben wir aktuell auf, ne? Ja. Brille. Ah, Brille sparen wir uns mal. Pokémon-Trainer-Handschuhe. Hat er echt nicht auch immer Handschuhe an? Echt Catchman? Ich weiß nicht. Pass auf. Wie sieht es denn aus, wenn wir ein weißes T-Shirt mit einer roten Jacke kombinieren zum Beispiel? Ich will kein Streifen-Shirt. Ich will ein normales weißes Shirt. Gibt's gar nicht. Naja. Die Gucci-Bauchtasche fehlt. Ja, aber man muss die Bauchtasche dann so von über die Schulter tragen, damit das so richtig, damit das richtig hip ist. So, was haben wir denn hier für Jackenfarben, die wir uns auswählen können? Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt schon anfange, meine Duty umzustylen. Weiße Jacke ist auch witzig. Ich glaube, wir lassen den einfach erstmal so, wie er ist. Das passt schon. Ach, hier kann ich mich umziehen. Ah, okay, mit den Sachen, die ich habe. Also ich besitze also diese Sachen quasi. Ein bequemes weißes T-Shirt besitze ich schon. Okay, ich bleibe aber bei meinem Polo-Shirt mal. Hallo. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. Alles klar. Die sogar halb bauchfrei unterwegs. Das ist mir gar nicht gewohnt hier. Ich gehe so gerne in der Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Tja. Wenn man mit seinen Pokémon gemeinsam isst, schmeckt alles doppelt so gut. Solange es kein Pokémon-Futter ist, ne? Ich habe gehört, dass Deleon einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist er ein großartiger Trainer, genauso wie unser Champ. Hallo, wie wär's mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Hm? So. Das füllt seine KP um 10 Punkte auf. Von der Paralyse. Halt vor Vergiftung. Ich kaufe mir einfach mal so eine Beere. Und jetzt kann ich die dann, denke ich mal, hier im Menü dem Pokémon geben, oder wie läuft das? Man muss ja alles auch so ein bisschen neu lernen wieder, wenn man schon was länger kein Pokémon mehr gespielt hat. Geben. Die gebe ich jetzt dem hier. Er trägt die Beere. Ist das so ein Ding, dass er sie bei Bedarf isst quasi? Ah, guck mal, wir haben jetzt auch Pokébälle mittlerweile. Lol. Keine Ahnung, wie wir die Pokébälle herbekommen haben, aber wir haben sie. Hätten wir auf der Route da hinten auch schon Pokémon fangen können? Ich weiß nicht. Wir gucken mal. So, allerdings beende ich jetzt an dieser Stelle mal die erste Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Bei der nächsten Folge schauen wir dann mal, ob wir die Professorin erreichen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.